Reichert, AfD. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, werte Gäste auf den Tribünen, ganz besonders die aus der Altmark. Nachdem wir nun hier von den erfolgreichen Maßnahmen der Regierung gehört haben, das Positive von unserer Seite gleich zum Anfang. Wir sind nicht grundsätzlich gegen das Elterngeld Plus. Wir sind ja froh für jeden Euro, den diese Regierung in Familien investiert, denn es ist ja im Ganzen wenig und erfolglos genug. Wir haben unsere Erde nur von unseren Kindern geborgt. Das ist ein indianisches Sprichwort. Es prangte 1983 auf den Wahlplakaten der Grünen und wirkt heute als Parole immer noch in weite Teile der Politik. Alle Regierungen der letzten Jahre haben mit viel Steuergeld und großem propagandistischen Getöse die vermeintlich geborgte Erde sich gekümmert. Eine Energiewende, Klimaschutz, Mülltrennung, Refugees Welcome, alles das sind die Weltrettungsprojekte, mit denen Sie in letzter Zeit und in den letzten Jahren hier den Deutschen Bundestag und das Volk beglückt haben. Um die Kinder haben Sie sich nicht hinreichend gekümmert. Denn Kinder, die nicht geboren werden, können uns auch nichts borgen. Kinder, die nicht geboren werden, werden keine Eltern. Und Eltern, die nicht geboren werden, beantragen auch kein Elterngeld Plus, meine Damen und Herren. Die jetzige geschäftsführende und vielleicht bald neue Bundesregierung feiert das Elterngeld Plus als familienpolitischen Erfolg. Meine Damen und Herren, diese Schönrednerei ist im Angesicht von 20% Kinderarmut in Deutschland und über 27% von Familien mit mehr als drei Kindern, die von Armut bedroht sind, eine Farce. Und das muss hier einmal eindeutig ausgesprochen werden. Meine Damen und Herren, Deutschland ist nicht, wie uns die Öko-Ablasshändler von den Grünen weismachen wollen, von einer Klimakatastrophe bedroht. Deutschland ist bedroht von einer demografischen Katastrophe, und gegen die muss diese Regierung endlich vorgehen. Seit Anfang der 70er Jahre sterben mehr Deutsche als geboren werden, zurzeit etwa 200.000 pro Jahr. Diesen Prozess des Überalterns und Aussterbens des Souveräns hat die jetzige Bundesregierung mit der populistischen Phrase vom demografischen Wandel schön gefärbt. Tatsächlich ist diese Entwicklung eine demografische Katastrophe, eine Katastrophe, die anders als die Klimakatastrophe heute bereits im Lande fühlbar ist. Fehlende Kinder sind und fehlende junge Menschen führen zu Schieflagen in den Sozialsystemen und sind bereits heute in vielen Bereichen Ost- und Mitteldeutschlands in Verarmung und Verelendung im ländlichen Raum erkennbar. Aufgabe einer verantwortungsvollen Familienpolitik ist es daher, alle verfügbaren Kräfte dafür einzusetzen, den schon länger hier Lebenden, nämlich den Deutschen, die Möglichkeit wiederzugeben, Kinder ohne Sorge um Armut zu erziehen und zu bekommen. Das Elterngeld Plus ist vor diesem Hintergrund vermutlich ein nutzloses Instrument, bestenfalls aber ein Instrument, das seinen Nutzen nicht beweisen kann, denn die Erhaltung des Staatsvolkes und die Bekämpfung der demografischen Katastrophe taucht im gesamten Fragenkatalog zur Bewertung dieses Instrumentes nicht auf. Es drängt sich der Verdacht auf, meine Damen und Herren, dass das Elterngeld Plus auch gar nicht in Wirklichkeit für die Familien gedacht ist, sondern dass es eher eine Maßnahme im Rahmen des Social Engineering ist, meine Damen und Herren. Man könnte meinen, der Geist von Margarete Mitscherlich schwebt noch heute über dieser Regierung, die bereits 1987, und da war die Frage der demografischen Katastrophe schon ein Thema, gesagt hat, man könne das Aussterben der Deutschen eigentlich nicht bedauern. Diese Dame erhielt 2001 unter Johannes Rau das Bundesverdienstkreuz. Nun, meine Damen und Herren, ist aber mit der AfD ein neuer Geist in den Bundestag eingezogen, ein Geist der Demokratie und der Achtung vor dem deutschen Volk, als Souverän des Grundgesetzes. Ein Geist, der der Vergreisung und dem Aussterben des Souveräns entgegentritt. Wir bedauern das Aussterben der Deutschen durch eine kinder- und familienfeindliche Politik der jetzigen Bundesregierung, und das werden wir auch hier immer wieder anklagen. In Ihrem Familienreport 2017 gestehen Sie ein,
dass in Deutschland Familien gegenüber kinderlosen Paaren ungleichgestellt sind. Ich zitiere, das durchschnittliche Nettoeinkommen von Familien liegt weiterhin um ca. 21% unter dem von kinderlosen Paaren. Ein paar Zeilen weiter zitieren Sie die Bilanz der Familienpolitik von 2013 bis 2017. Das Elterngeld Plus steht auf gleicher Höhe mit dem Punkt Ehe für alle unter der Förderung von Partnerschaftlichkeit. Meine Damen und Herren, Kinderarmut und Geburtenzahlen belegen, dass die gesamte Familienpolitik inklusive Elterngeld Plus dieser Regierung kolossal gescheitert ist. Sie hat weder den armen Familien geholfen, noch dazu geführt, den legitimen Kinderwunsch von Familien zu unterstützen. Weder das Elterngeld Plus noch der andere bunte Reigen ihrer ziel- und planlosen Familienpolitik hebt die Benachteiligung von Familien auf. Ja, wir kommen noch dazu. Da brauchen Sie hier nicht rumreden. Wir sind schon dabei. Und lesen Sie auch mal unser Programm. Da stehen reichhaltig Forderungen drin. So, in seinem Urteil vom 3.4.2001 fordert trotz des Gepöbels aus den Regierungsreihen das Bundesverfassungsgericht den Gesetzgeber auf, die eklatante Schlechterstellung von Familien mit Kindern gegenüber Kinderlosen im Bereich der Sozialsysteme zu beenden. Um dieser Aufforderung gerecht zu werden, meine Damen und Herren, hätte es eines großen Wurfes im Bereich der Sozialpolitik und der Familienpolitik bedurft. Denn Sie tun nichts dafür, dass der legitime Kinderwunsch von Eltern, der zurzeit durch die Lebensverhältnisse, zu denen eben auch Kinderarmut, Altersarmut und Ähnliches gehört, verhindert wird. Aber Gerechtigkeit für Familien und die Erhaltung des Souveräns steht nicht auf dem Programm Ihrer Familienpolitik. Große Würfe, meine Damen und Herren, wagen Sie lediglich im Rahmen einer qualitativen und quantitativen Bevölkerungspolitik. Sie geben das Geld, das für eine verantwortungsvolle Familienpolitik benötigt wird, für die Einwanderung millionenfach in die Sozialsysteme aus. Und das ist eine Schande. Nein. Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Herr Kollege Reichert, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Sie tun dies, sehen Sie, Sie rufen doch alle schon genug dazwischen, da brauche ich jetzt keine Zwischenfragen. Sie tun dies, obwohl Sie wissen, dass Einwanderung als Mittel zur Bekämpfung des Geburtendefizits generell ungeeignet ist. So. Und Sie als Regierung, Sie sind in der Pflicht und haben geschworen, Schaden vom deutschen Volke abzuwenden, meine Damen und Herren. Welcher Schaden aber an einem Volk kann größer sein als dessen Vergreisung und Aussterben durch eine kinderfeindliche Politik und durch kinderfeindliche Lebensumstände? Beenden Sie endlich diese Politik am Rande der Eidbrüchigkeit. Tun Sie etwas für Kinder und Familien, statt ideologische Dinge zu fordern. Setzen Sie die Forderungen des Verfassungsgerichts endlich um. Und außerdem planen Sie eine konzertierte Aktion gegen die demografische Katastrophe. Ehestandsdarlehen und tatsächlich nennenswerte Erhöhung des Kindergeldes, das ist das Gebot der Stunde und nicht irgendwelches Herumgestocher im familienpolitischen Klein-Klein. Vielen Dank. Das Wort zu einer Kurzintervention erhält der Kollege Lehmann.